Hallihallo, meine Lieben, ich bin wieder da. Heute wollte ich mal ein bisschen vloggen für euch. Und zwar habe ich gerade hier die Augenmaske von Action am Testen. Und ja, und zwar die hat ich Papa mal letzten Action Oil gezeigt. Und dazu, ich bin noch im Pyjama, wie ihr seht, aber. Ja, ich habe dann einen Termin mit Bruna beim Kinderarzt, weil ich mache mir extrem Sorgen um sie. Ja, ich konnte die Nacht nicht so gut schlafen, irgendwie. Weiß ich nicht, sie ist ständig müde und trinkt viel und essen will sie nur so flüssiges und nicht so normales Essen. Immer nur, ja, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie vielleicht. Ich will das Wort gar nicht aussprechen, dass sie vielleicht Diabetes hat. Und ja, weil auch wenn sie nicht trinkt, geht sie auf Toilette ständig. Und ja, sie trinkt sehr viel und immer schon so gewesen. Aber jetzt, dass sie immer so müde ist und anhänglich, ist nicht normal bei ihr. Nicht am Tag. Sie war immer sehr aktiv und so. Deshalb habe ich sie heute nicht zum Kindergarten geschickt, weil gestern Abend habe ich das bei ihr bemerkt, so dass sie so gemacht hat, ist ständig, als ich ihr ein Büchlein zum Schlafen gelesen habe, ist ja nicht normal, ne? Man als Mutter macht sich schon Gedanken und Sorgen, ne? Ich hoffe nicht, dass sie das hat. Mein Bruder hat das, als er schon 5 Jahre ist und er ist jetzt 28 oder wird schon 29 dieses Jahr im November. Wir haben 4 Jahre Unterschied. Ich werde 33 im Mai. Und ja. Glaube 29 wird er schon. Ja. Seit da er 5 ist, hat er Diabetes Typ 1. Und ja, da war er damals auch 5 Jahre. Ich kann mich noch ein bisschen daran erinnern. Da war ich, wenn er 5 ist, ich war 9 oder so. Er war so glücklich, weil meine Mama ist zum Arzt gegangen, weil er ständig viel auf Toilette ging und viel getrunken und auch nicht normal, ne? Ja, damals war ich noch ein Kind, habe das nicht so mitgekriegt, aber und ich war in der 5. Klasse damals und habe für ihn dann Süßigkeiten mitgenommen nach der Schule, nach dem Termin, dass er das essen konnte, Lollis, kann mich noch dran genau erinnern. Da war Chupa Chups Lollis, hatte ich für ihn gekauft. Und ja, und er hat sie, und ich hatte den Vortag gesagt, dass ich das für ihn kaufe. Und an dem Tag kommt er nach Hause und kann da nicht mehr essen, Chupa Chups. Und ja, für ihn ist bestimmt ein Welt zusammengebrochen. Damals habe ich das nicht so verstanden, weil ich selber ein Kind war. Und ja. Jetzt schon über 20 Jahre, ja genau, Jahre, dass er Diabetiker ist und ja, mittlerweile ja, ist sein Leben, ne? Aber als Kind war schlimm, sehr schlimm und auch für meine Mama, weil am Anfang das erste 2 bis 3 Jahre bestimmt, weiß ich nicht mehr so ganz genau, hat sie das für ihn immer gespritzt, weil damals war er noch 5 Jahre sehr klein und ja, war. Es war sehr schlimme Zeit und ja, ich bin am Zittern, weil ich mache mir so Sorgen und wollte das mit euch jetzt besprechen und ja und erzählen aus der Seele und dabei ja echt, ich bin echt nervös, Mann. Ich konnte heulen jetzt, ja. Mann, 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 Mann. Ich hatte das vor kurzem bei Fräulein Jasmin, verlinke ich oben den Kanal. Habe ich auch bei ihr gesehen, dass ihre Tochter jetzt auch Diabetes hat. Ja, ist nicht einfach. Ja, aber da muss man durch und ja. Ich weiß auch nicht, was ich noch sagen soll. Ich schaue mir gerade noch Wolfsmama, schaue ich sehr gerne, schaue ich noch das. Neues Video von dir, Süße. Hallo. Grüß dich. Da kommt die Kleine schon. Hallo, Mausi. Willst du dich zeigen? Zeig, komm her. Sie hat sich so schön gemacht heute. Sie sagt, sie ist La Ballerina. Kannst du drehen?
Den Rock hatte ich aufgehoben von Beatrice und ich liebe die. Und die Bruna liebt Röcke und Kleider sowieso. Sie konnte die ganze Woche hier im Kindergarten jeden Tag Kleider anziehen und ja, wisst ihr was? Ist das zu Mama? Ja, wie ich sage, sie ist sehr anhänglich jetzt gerade in die Tage. Was? Okay, wir gehen dann gleich zum Arzt, ja? Okay? Kannst du Tschüss sagen, ja? Tschüss! Ja, mein Lieben, wir sehen uns dann später. Ich muss noch kurz dann zu Hossmann rein und zum Kinderarzt, wie gesagt, und ich melde mich dann später bei euch. Tschüss! Estampas nos olhos. Thank you.
Ja, mein Lieben, vorhin hat Bruna gefilmt mit diesem Kamera. Mag sie gerne filmen und wir sind jetzt im Spielplatz. Und sie spielt auch. Da ist die Kleine. Und ja. Wie gesagt, ich zeige euch, wenn wir zu Hause sind, dann meine Ausbeute, Mini, Rossmann Heu und noch bei Netto war ich einkaufen. Und ich schaue, ob mich jemand zuguckt. Weil das ist so ungewohnt. Ich habe meine neue Brille, wie gesagt, mit Blümchen. Und geschminkt habe ich mich heute auch. Und ja. Ich sage, wir sehen uns bald. Ich filme noch hier bei Brunner. Mit ein bisschen spielen. Dann gehen wir nach Hause Mittagessen kochen und dann, ja. Bis dann. So, das haben wir übrigens für unsere Kaninchen mitgebracht. Habe ich gepflückt. Okay. Da ist die Kleine. Kuckuck. Ich muss sie schubsen jetzt. Oui. Jetzt gut? Pas friend. Ja, so sieht mein Essen heute aus, wie gesagt. Und jetzt kommen noch ein paar Sesamkörner drauf. Ja, zu viel Soße, aber ich mag lieber mehr Soße anstatt mehr Spaghetti, weil Spaghetti hat mehr, ja, macht mehr Fett und so. Und guten Appetit! Nachtisch Oreo. Und ja, normalerweise nasche ich nichts, aber jetzt kann ich schon ein bisschen naschen.